sicher. Ja, nachdem wir das Quizshow-Studio erfolgreich gesprengt haben, schauen wir doch einfach mal bei Myra vorbei. Myra Ausrufezeichen. Myra Prozentzeichen, Klammeraffe, Dollarzeichen wäre wohl passender. Aber Max, nicht in Schreibschrift fluchen, das hier ist ein Familienkanal. Ja, das hatten wir zuletzt in Lucky Luke Comics. Anklopfen wäre höflich. Wir zeichnen hier nämlich eine Show auf. Morgenstund hat Gold im Mund. Es ist Myra Stump selbst. Du selbst. Hallihallo, liebe Myra. Du siehst aus wie, ein Umpa Lumpa. Aber das ist nicht das, was wir auswählen können. Wir können Folgendes zu ihr sagen. Lass die Geiseln frei oder können wir reinkommen oder geht es dir gut oder wir kommen gleich wieder. Lass die Geiseln frei. Wie wär's, wenn du die Geiseln jetzt gehen lässt? Geiseln? Sie sind meine Gäste. Wisst ihr, wenn mir etwas auf den Keks geht, dann ist es diese amoklaufende Opferkultur in den heutigen Medien. Oh, Schluchz, Myras Publikum hat luxuriöse Minivans bekommen. Jetzt müssen sich diese Leute Sorgen um Parkplätze machen. Ich verstehe, was du meinst, Myra. Es ist genauso, wie wenn ich den Leuten sage, betrachte das nicht als Schusswunde, sondern als Gelegenheit für eine Bluttransfusion. Im Ernst? Lass die Geiseln frei. Im Ernst? Wir sind mehr oder weniger Gesetzesvertreter. Mehr oder weniger. Und wir müssen darauf bestehen, dass du die Geiseln freilässt. Natürlich, sobald die Show vorbei ist. Und wann wäre das genau? Ach, wer weiß das schon. Niemals! Wir haben noch so viele Gelegenheiten für Geschenke. Ich habe in der Bühne gerade einen Jahresvorrat Industrieseife gefunden. Ich glaube, den werde ich verschenken. Oder für eine wertvolle Lektion in Sachen Reinigung von Schandmäulern verwenden. Oho, da könnten wir doch Max reinschleusen, nicht wahr? Können wir reinkommen? Können wir reinkommen und die Show sehen? Könnt ihr? Wolltet ihr nicht sagen... Dürfen wir reinkommen und die Show sehen? Das ist viel besser. Nein, wir sind voll besetzt. Die einzigen Leute, die noch reinkommen, sind die Berühmtheiten, die in der Show auftreten. Du dumme Potsau! Ha! Können wir Gäste in deiner Show sein? Dürfen wir als Gäste in deiner Show auftreten? Ich kann hervorragend über mich selbst reden. Seid ihr berühmt? Vielleicht im Rahmen einer Internetpetition oder im Sinne von, es sollte ein Gesetz geben. Nicht gut genug. Ich brauche Beweise für eure explosive Star-Power. Ich habe letzte Woche eine öffentliche Toilette in die Luft gejagt. Ich will zum einen eine Kopie deines Schallplattenvertrages sehen. Nun, wie wär's, wenn Sie... Schallplattenvertrag. Und einen Clip aus deiner berühmten Fernsehshow. Heutzutage bist du ein Nichts, wenn du nicht schauspielern und singen kannst. Schallplattenvertrag. Die Puzzleteile fügen sich zusammen. Keine Klöße, ich bin auf Diät. Aber natürlich brauche ich noch einen Beweis für eure Verwicklung in einen schlüpfrigen Skandal. Wir müssen in einen Skandal verwickelt sein? Klar doch. Was glaubst du wohl, was das für eine Show ist? Sollen wir darauf wirklich antworten? Schaut mal, es ist ganz einfach. Zeigt mir einen Schallplattenvertrag, einen Clip aus eurer Fernsehshow und einen Beweis, dass ihr in einen Skandal verwickelt seid. Dann werde ich euch mit reinnehmen. Oh, ist das alles? Ja, wie gesagt, es fügt sich alles zusammen. Also wir haben ja schon erfolgreich in einer Sitcom ein Huhn Scheiße fressen lassen. Und wenn man damit nicht in eine Talkshow kommt, womit dann? Wir haben einen Clip unserer Sitcom. Zufällig haben wir einen Clip unserer blöden Sitcom-Hits Großstadt Cowboys dabei. Wir sind die Stars. Nun ja, ich bin schon beeindruckt, wie tief die Standards für Unterhaltung in diesem Land gesunken sind. Danke. Aber ihr braucht auch einen Plattenvertrag und einen netten, saftigen Skandal, um Gäste in meiner Show zu sein. Dann haben wir damit wohl eine Liste abzuarbeiten. Und das würde auch erklären, warum wir einen Gesangswettbewerb gewinnen müssen. Geht es dir denn gut? Deine Augen wirken etwas spiralig. Fühlst du dich gut? Natürlich, Schätzchen. Wann hast du dir übrigens zuletzt die Zähne geputzt? Und probier's doch mal mit Zahnseide. Du klingst eindeutig wie du selbst. Aber warum hältst du die Leute da drin fest? Ich mache nur das, was ich immer tue. Ich schufte mir den Buckel krumm, um die beste aller Shows hinzulegen. Dieses Mal fühlte ich nach dem Öffnen der Geschenke von Gratulanten halt den Drang, diese Show zu etwas ganz Besonderem zu machen. Ich glaube, du könntest hypnotisiert sein. Reg dich nicht auf. Also ich persönlich nicht, ich glaube, sie ist einfach nur so ein Red keinen Quatsch. Der ganze Hypnosekram ist nur eine Ausrede, mit der die Leute heutzutage Verantwortung abwälzen.
Ich hasse es, wie dieses Land zu einem Haufen von Gerd und Gerda Gehirnwaschis geworden ist. Hypnotisiert oder nicht, das klingt wie Myras patentierte Mischung aus liebevoll ätzender Kritik und charismatischer Alleswisserei. Du bist bestimmt nicht hypnotisiert. Bist du sicher, dass du nicht hypnotisiert bist? Natürlich nicht. Ich bin nur inspiriert. Und das mehr als sonst. Ja, dann kommen wir gleich wieder, nachdem wir... mein Autogrammalbum. Wir sind gleich wieder da. ...und einen Plattenvertrag gesichert haben. Ihr Jungs solltet draußen spielen. Und du solltest aufhören, sein Gesicht zu machen, Schätzchen. Wenn du nicht vorsichtig bist, bleibt es kleben. Welches Gesicht? So eine Frechheit. So eine absolute Frechheit. Ja, das Buch. Ja, können wir das mitnehmen? Emetik. Stört das Leben deine Verdauung? Blockiert die Wirklichkeit deinen Stuhlgang? Vertreibe deine Probleme. Ja, ich hab schon lange nicht mehr richtig schön geschurzt. Farbige Fröhlichkeit. Ich hab schon ein Exemplar. Ich lese es jeden Morgen auf dem Wörtchen. In der Tat, vielfarbige Fröhlichkeit. Boah. Das stellen wir uns lieber nicht vor. Ja, das ist, glaube ich, das erste Mal seit einigen Folgen, dass wir einen genauen Aufgabenkatalog haben. Und ich würde sagen, ja, was brauchen wir noch? Wir brauchen einen Plattenvertrag und einen Skandal, in dem wir uns verwickeln können. Wo finden wir sowas? Bestimmt nicht in einer Spielshow. So, Großstadt-Cowboys. Was geht denn hier so? Die Kuh. Die Kuh steht hier aber. Haben wir hier nicht noch eine Tür? Nein. Ja. Ja. Fenster. In Manhattan zählt das als Aussicht. Ach ja, und wenn es undicht ist, sogar als Meeresblick. Ach, dann mal zurück zu peinliche Idole. So, hat sich hier irgendwas getan? Wir haben deinen Text geklaut. können wir ihm jetzt die Spielshow-Fragen hinlegen? Nichts drin. Ist nicht. Ich will auch nichts rausnehmen, ich will etwas reintun. Oder drauflegen. Klappt wohl nicht. Können wir den Hai nehmen? Nein. Max sitzt wieder in der Jury. Aber auch hier hat sich nichts geändert. Ja. Was haben wir denn in unserem Vorratsschrank? Immer noch unsere Riesenwumme. Oh yeah. Unseren Tränengasgranatwerfer, unseren Rasierschaum, einen Kuchen, ein Foto mit Rainer Segen, Spielshow-Fragen und 1 Million Essensmarken. Ja, was können wir denn mit Essensmarken anfangen? Die werden ja einen guten Sinn haben. Einen guten Sinn werden sie haben, ja, ja. Tun wir die Möhrchen. Mir fällt nur ein Ort ein, bei dem man Essensmarken eintauschen kann. Und das ist bei unserem Freund Imbiss Bronco. Hallo? Ach, da sind wir schon wieder. Wir konnten uns nicht vor dem Studio umsehen. Dann nehme ich das einfach mal als Hinweis, dass, dass wir dort auch nichts zu suchen haben. Bier, Waffen. Was haben wir noch? Fleisch und Süßes. Alles, was ein Herz begehrt. Ein Herz. Nicht mein Herz, ein Herz. Wenn das nicht Sam und Max sind, ich habe euch im Fernsehen gesehen. Wie kannst du denn hier drin Fernsehen? Oh, ich habe da Monitore, von denen ihr keine Ahnung habt. Aha. Sir Lord British Bosco. Oh, Imbiss Bosco. Schön verschimprochen, ja. Lieber Bosco, ich habe hier 1 Million Essensmarken für dich. Wir möchten was kaufen. Gern geschehen. Ah, ein Stimmenmodulator.
Natürlich, davon hat er doch erzählt, nicht wahr? Ob er den gegen Essensmagen eintauscht? Wir kommen mit 1 Million amerikanischer Dollar im Besitz. Und jetzt her mit dem Stimmenmodulator. Meiner Troy! Essensmarken? Ich schätze, ich muss sie wohl akzeptieren. Blöde Regierungsverschwörung. Ist doch Mist! Völliger Unsinn! Hier, bitte, euer chemischer Stimmenmodulator. Das ist ein Heliumballon, der an einem Inhalator hängt. Aber er funktioniert. Vertraut mir nur. Ach du quietschige Eichhorn-Arie vom überdrehten Plattenspieler, es funktioniert. Danke, Bosco. Ganz großartig. Ich erinnere mich, dass eines der beiden Jurymitglieder darauf bestand, hohe Töne zu treffen. Ich glaube, damit haben sich unsere Chancen extrem erhöht. Ha! Aha, wieder ein nicht intendiertes Wortspiel. Was finden wir denn noch hier so? Eine Kühltruhe. Können wir da jetzt was machen? Nein, nicht schon wieder. Ich habe den Gestank wochenlang nicht aus dem Fell bekommen. Nein, können wir nicht. Hot Java. Houdini! Ich denke, es ist der leichte Grünstich, der diesen Kaffee besonders appetitlich macht. Ich mag meinen Kaffee grün, wie meine Männer. Nichts. Sludgy-Maschine. Sludgy. Geschmack der Woche, Knacker mit Pampe. Lecker. Cool, ich dachte schon, es wäre irgendwas Widerliches. Nachos. Nachos. Für mich bitte mucho nacho. Auch hier hat sich nichts geändert. Würzsoße. Ketchup, Senf und so lila Zeugs. So ähnlich wie im Fernsehen. Ja. Das hat uns auch nicht weitergeholfen. Regal. Aufgeschlagene Leberwurst. Willst du was davon? Boah. Ganz sicher nicht. Ganz sicher nicht. Boah. Ich könnte Max den ganzen Tag durch die Decke boxen. Jetzt haben sich unsere Chancen schon mal erhöht, den Gesangswettbewerb zu gewinnen. Aber wir müssen ja immer noch in eine schmierige Affäre verwickelt werden. Wie kann man das denn? Das goldene Alien-Liebesdreieck. Können wir vielleicht unseren grünen Freund hier reinsetzen? Nein. Nein, können wir nicht. Danke für diese Auskunft. Dafür kriegt Max noch einen aufs Maul jetzt hier. Nein, hat er nicht. Meine Vorhersage hat sich nicht bewahrheitet. Sybil. Ach, das goldene Alien-Liebesdreieck wird doch von Sybil herausgegeben, nicht wahr? Vielleicht kann sie uns weiterhelfen. Es muss doch noch irgendwas damit auf sich haben. Lade doch bitte das Spiel. Ein Fuchs. Ah, Taxidermie. Die Toten sind die Kitschobjekte der Lebenden. Und umgekehrt. Du bist ein unerschöpflicher Quell von irgendwas, Max. Von irgendwas Ekeligem. Times. Tattoo for you. wir verstehen schon. Hallo, liebe, heiße Sybil. Hallo, Jungs. Psychoanalysiere mich nochmal. Erzähl mir mehr über das Foto, das du brauchst. Sie hat von einem Foto erzählt. Das habe ich schon wieder völlig vergessen. Ja, erzähl doch nochmal. Du suchst also nach einem Titelfoto mit grünen Männchen in eindeutig zweideutigen Situationen. Genau, obwohl ich zurzeit eher verzweifelt bin. Im Prinzip kann ich alles verwenden, solange 3 Wesen auf dem Bild sind und wenigstens eines davon ein Alien ist. Schließlich, oh Mann. Ist es ja das goldene Alien-Liebesdreieck. Ha, verstanden. Wir kommen wieder. Wir kommen wieder. Achtet auf die Vorräte. Ich weiß nicht, ob es sich dabei um meine Zufall handelt, dass ich das irgendwie noch im Hinterkopf hatte. Aber ich glaube, wir haben ein Foto mit einem grünen Männchen gemacht. Ich verspreche, ich habe nicht nachgeschaut. Und anscheinend haben wir ein Foto mit einem grünen Männchen. Nicht schlecht, Herr Specht, würde ich mal behaupten. Hier, bitteschön. Sam, das ist perfekt. Dieses Foto ist die Krönung.
es fasst über 30 Jahre extraterrestrischer Beweisfotografien zusammen. Sybil, dieses Foto ist ein Schabernack. Genau. Etwas Besseres hätte ich nicht verlangen können. Jetzt kann ich die Zeitung drucken. Oh, Sam und Max schockieren. Jetzt im Verkauf. Ja, großartig. Ist das der Skandal, in den wir verwickelt sein müssen? Wir werden es erfahren. Bei TV Kaiser.